Vor 2 Tagen, liebe Zuschauer, zeigten wir Ihnen das ZDF-Fernsehspiel Das Ohr. Der tschechische Autor Jan Prochazka erzählt darin mit bitterbösem Humor von den Nöten eines hohen Parteifunktionärs, der sich von seinen eigenen Gesinnungsgenossen verfolgt und bedroht fühlt. Auf derselben Vorlage beruht auch der tschechische Spielfilm, den wir Ihnen nun vorstellen. Der Film, inszeniert von dem international bekannten Regisseur Karel Karinja, entstand bereits im Jahre 1970. Er wurde noch vor der Kinopremiere von den kommunistischen Machthabern in Prag verboten. Erst nach der sanften Revolution im November 1989 konnte der Film Das Ohr erstmals in der Tschechoslowakei gezeigt werden und erlebt nun seine deutsche Erstaufführung im ZDF.